Willkommen zu einer neuen Folge Kümalumt. Heute ein wirklich einfaches Armband und zwar das Spirelli-Armband bzw. Spirella-Armband. Ich wünsche euch viel Spaß beim Nachmachen. Vorab, bevor ihr das Tutorial anfangt, seht ihr dieses Armband. Und wie ihr seht, sieht es nicht allzu gut aus mit dem dunklen draußen. Aber ich habe jetzt im Nachhinein nochmal eins gemacht mit hellen Farben und innen dunkel. Und ich muss sagen, das sieht richtig geil aus. Ich dachte erst, ich lade es nicht hoch, weil der Effekt nicht so da ist. Aber wenn ihr das innen dunkel macht, finde ich das total cool, oder? Gut, aber jetzt geht's zum Tutorial und ja, los geht's. Wir brauchen einfach nur zwei Pins. Und bespannen jetzt die innere Farbe als erstes auf die Pins. Meins wird außen dunkel, innen hell. Ich nehme mal was Kräftigeres, nämlich rosa. So, das erste, wie immer, über Kreuz und zwei übereinander. Und jetzt nehmen wir uns das unterste Gummi. Machen das einfach in die Mitte. So. Wieder runterschieben. Und so weiter. Wieder das nächste drauf. Von unten nehmen. In die Mitte schieben. Und das machen wir jetzt, bis wir eine richtig schöne lange Kette haben. Und zwar ungefähr so lang, dass es um euer Handgelenk passt. So, wenn ihr eure gewünschte Länge habt, nehmt jetzt einfach das untere, schlagt es über. Dann das auf der anderen Seite auch. Zieht das ein bisschen straff. Macht die zwei runter. Macht euren C-Clip drauf. Und dann könnt ihr das Ganze schon runternehmen. So, jetzt nehmen wir die andere Seite. Wo die zwei, nehmt euch hier die zwei Schlaufen. Dort nehmt ihr jetzt die zweite Farbe, die ihr haben wollt, ich nehme natürlich schwarz, damit das einen schönen Kontrast hat. Und auf das schwarze Gummi ziehen wir jetzt einfach die zwei rosanen drauf. Spannen das wieder auf unseren Loom. Schieben das Ganze nach unten. Jetzt nehmen wir die Seite und nehmen uns ein schwarzes Gummi, fädeln das hier auf. Und legen das hier drauf. Und jetzt fangen wir einfach an, dasselbe, was wir eben gemacht haben, bloß nach oben hin zu machen. Das heißt, ihr macht immer wieder ein neues Gummi auf euer pinkes Band oder auf euer farbiges Band. Ich nehme immer gleich mehrere. Das finde ich einfacher, wie jedes Mal eins drauf zu fädeln. Das nächste. Am Anfang ist das Ganze noch ein wenig wackelig, aber mit jedem weiteren Loom, den ihr drauf macht, wird das Ganze natürlich auch fester. Eigentlich dasselbe Prinzip wie in dem Video, wie man sein Handy-Ladekabel einloomt. So, das Ganze machen wir jetzt bis zum Ende, also sprich bis wir hier hinten angekommen sind. Hier könnt ihr es nochmal kurz sehen, wie es aussieht. Und ja, wir sehen uns dann am Ende. Bis gleich. So, wir sind jetzt fast am Ende. Hier geht es natürlich jetzt schön einfach. Links, rechts.
So, der Abschluss. Der Abschluss ist eigentlich ganz einfach. Ihr nehmt einfach den rechten und macht den auf die linke Seite. So. Und nehmt den linken. Macht den auf die rechte Seite. So. So sieht das jetzt fertig aus. Jetzt zoome ich mal raus. So sieht es so ganz normal aus. Und den Spirelli-Look kriegt ihr jetzt einfach so, indem ihr das einfach eindreht. So. Soweit wie ihr es halt haben wollt. Wenn ihr es richtig stark wollt, dann dreht ihr halt doller so. Und ein bisschen leichter halt offener. Und dann einfach eindrehen und in euren Clip reinmachen. So. So sieht es fertig aus. Ich habe das Ganze natürlich auch nochmal in grün gemacht zum Beispiel. So, jetzt wünsche ich euch viel Spaß beim Nachmachen. Schaut meine anderen Tutorials an auf meinem Kanal und ja. Bis dahin. Tschüss.